Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Kollege Zimmermann, zunächst zwei Fragen vorweg, weil die Zeit bei Ihnen ja nicht mehr gereicht hatte, mir die Gelegenheit für diese Zwischenfragen zu geben. Können Sie mir für das, was Sie mir in den Mund gelegt haben, eine Quelle nennen? Also diesen Unsinn, den Sie mir da in den Mund gelegt haben, den habe ich niemals vertreten. Ich habe sowas nie behauptet. Ich habe niemals gesagt, ich fände es gut, wenn der Senat mit Steuermitteln seine Position vertreten könnte. Ich habe damals eine andere Position vertreten. Ich habe gesagt, ich finde, angesichts der Tatsache, dass Senatorinnen und Senatoren oder auch Vertreterinnen und Vertreter dieses Hauses in der Regel einen leichteren und einen besseren Medienzugang haben und über einen Apparat verfügen, wäre es nur fair, wenn Volks- oder Bürgerbegehrensinitiativen auch eine geringe Kostenerstattung, ähnlich der Parteien, Wahlkampfkostenrückerstattung zugebilligt werden würde, damit die auch die Chance haben, wenigstens auf Augenhöhe in den Austausch der Argumente einzutreten. Also vielleicht nennen Sie mir da einfach die Quelle für die Behauptung und vielleicht verhalten Sie sich zu meinen Argumenten, anstatt sozusagen anderes Zeug zu reden, was hier gerade gar nicht zur Debatte stand. Die zweite Frage ist, da Sie mich gefragt haben, ob wir über dieselbe Drucksache reden. Also meine Drucksache hat die Drucksache Nummer 17-2476 und da steht drüber Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU. Ist das die richtige oder sollten Sie mir vielleicht sonst eine andere geben? Weil es ist ja in der Tat sinnvoll, dass man in so einer Rederunde über ein und dasselbe redet. Habe jetzt allerdings Ihrem Redebeitrag durchaus auch entnommen, dass wir vermutlich schon über dieselbe Vorlage reden. Vielleicht war das dann doch nur eine rhetorische Figur, eine ziemlich plumpe, aber eine rhetorische Figur. Ich will nur mal Folgendes sagen. Also ich glaube, angesichts der Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, wo also ZLB, Landesunternehmen und so weiter in der Olympiakampagne mit endlosen Mitteln Werbeagenturen beauftragt haben und uns von jeder Haltestelle ein Plakat angelächelt hat, wo irgendwelche Sozialdemokraten wie Frank-Walter Steinmeier gesagt haben, wer das Tempelhofer Feld voll baut, der versperrt die Zukunft dieser Stadt. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass Sie auf solche Ressourcen Zugriff haben und dann versuchen, mittels Plakatkampagnen und anderen Werbeinstrumenten den Initiativen, das hat im Übrigen auch mit dem Sachlichkeitsgebot nicht mehr zu tun, bloß das, sollen das dann Gerichte klären? Ich will nicht, dass Sie das machen. Es gibt dieses Heftchen und in dem Heftchen drin sind die Standpunkte von Abgeordnetenhaus, Senat und Initiative dargestellt. Und ansonsten ist es jeder Senatorin, jedem Senator, auch Ihnen unbenommen, Ihre Position zu diesen Vorgängen zu vertreten. Das will Ihnen doch gar keiner streitig machen. Aber warum wollen Sie öffentliche Mittel, wenn Berlin schon keine Kohle hat, jetzt auch noch dem Senat in die Hand geben, damit er dann in seiner Weise Werbung treiben darf? Und was die Frage der Unterschriften angeht, also Oliver Wiedmann von Mehr Demokratie, Frau, sagt, der Missbrauch der Unterschriftensammlung, auf den die Koalition sich beruft, ist überhaupt nicht nachweisbar. Dieser Rückschritt hinter die Reform von 2008 würde bedeuten, dass jeder Zahlendreher und jeder unleserliche Buchstabe eine Unterschrift ungültig macht, selbst wenn der Unterzeichner eindeutig identifizierbar ist. Das ist eine völlig überflüssige Zusatzhürde für direktdemokratische Initiativen. Na, verhalten Sie sich dazu mal, anstatt einfach zu behaupten, das sei keine Hürde. Vielen Dank, Herr Dr. Lederer. Herr Zimmermann, möchten Sie antworten? Bitte. Frau Präsidentin, Herr Kollege Lederer, die beiden Punkte seien kurz so beantwortet. Erstens, Missbrauch, ja oder nein? Uns ging es nicht um die Frage des Missbrauchs, sondern es geht darum, dass man einheitlich im Land Berlin klären muss und vorgehen muss in der Frage, wann ist eine Unterschrift gültig und wann nicht. Und wir konnten diese Unsicherheit nicht bestehen lassen, dass die Landeswahlleiterin es nicht verlangt, aber einige Bezirksamtsmitglieder und einige Bezirksämter meinen, es müsse verlangt werden, das Geburtsdatum aufzuschreiben. Und um dies ein für alle Mal zu klären, sagen wir jetzt, es soll das Geburtsdatum mit aufgeschrieben werden. Ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt, dass wenn jemand eine Unterschrift leisten will zu einem bestimmten Begehren, dass er sein Geburtsdatum mit reinschreibt. Und damit ist die ganze Unklarheit beseitigt und niemand ist diskriminiert. Zweiter Punkt. Es ist die Frage, wie man sich zu dem Verwenden öffentlicher Mittel stellt. Und selbstverständlich muss der Staat äußerst sparsam mit öffentlichen Mitteln umgehen. Da sind wir uns vollkommen einig. Nur wir haben uns damals gemeinsam, Herr Kollege Lederer, über die Frage auseinandergesetzt, ob in dem Volksbegehren Religion gegen Ethik der Senat seine Position pro Ethikunterricht mit all den Argumenten auch durch eine bestimmte Kampagne untermauern können darf oder ob er das nicht darf. Und wir haben gemeinsam die Haltung des Gerichts kritisiert, die dem Senat das untersagt hat. Und deswegen, ich erinnere mich an solche Debatten, wenn Sie das nicht tun, macht es jetzt nichts. Es ist der Punkt, dass man eine Klarheit haben muss, was beide Seiten dürfen, was sie aufwenden dürfen und es ist aus unserer Sicht
legitim, dass man in einem angemessenen Umfang, so wie auch Gerichte das entschieden haben, andere Gerichte als das OVG Berlin-Brandenburg, auch öffentliche Organe dafür werben können. Sonst kann nämlich, nein, die können eigene Mittel aufwenden. Es kann Initiativen geben, die so finanzstark sind, dass sie die Sache, ja, kann es geben, und deswegen ist es sinnvoll, da auch ein vernünftiges Gegengewicht zumindest haben zu können, und deswegen bewegen wir uns im Einklang mit der Rechtsprechung auf diesem Weg, dort eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Ich glaube, das ist unmittelbar einsichtig. Dankeschön.